Jonah. Hey Lara, hier Abby. Oh, hey Abby. Hier ist eine Wandmalerei. Es stellt offenbar etwas wie eine Reise dar. Dem Zugang durch ein Jaguarmaul folgt eine Schlange in Richtung des Silberauges. Aha. Unterwegs ist eine Spinne und ein Adler steigt zu einem Tempel auf. Okay, das meiste davon sagt mir nichts, aber ich weiß, wo das Jaguarmaul ist. Wirklich? Ja, Katzenskulptur, große Zähne. Oh, er ist zurück. Lara, bist du okay? Ja, ich gehe zurück. Gut, das hier wird dir gefallen. Was denn? Mittlerer... Werden Sie alte Dialekte zumindest von euch? Ich glaube, den können wir noch nicht. Das beschreibt etwas in der Nähe. Zwei Wächter haben Fänge. Zwei Wächter haben Füße. Ein Wächter hat beides, um mich besser zu beschützen. Sind das die beiden hier? Ansonsten schauen wir mal auf die Karte. Weil zwei Wächter haben beide. Die können Beine. Ist hier noch irgendwo was Verstecktes? Oder damit ist das hier einfach nur gemeint. Das kann natürlich auch sein, das weiß ich nicht. Ah! Das ist großartig. Gefunden. Monolithschatz. Sehr cool. Das sieht auch cool aus irgendwie. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, wenn wir hier drauf treten, dass dann wieder irgendwas Böses passiert, aber es ist schon crazy. Krallen des Adlers. Benutzen Sie einen Seilpfeil von Ästen aus, um Feinde zu töten und aufzuknüpfen. Okay. Das ist unsere neue Fähigkeit. Aber die Musik war irgendwie sehr strange. So, da haben wir noch ein bisschen Öl. Eine alte Skizze. Diese grobe Skizze zeigt einen Tempel, der sich inmitten einer Stadt erhebt. Wenn ich die Augen zukneife, sieht er wie eine Schlange aus. Oh, Hallöchen. Dich habe ich ja noch gar nicht gesehen. Es sieht nicht so... Oh, da hängt noch einer, der so ein bisschen durch die Gegend backt. Das sieht nicht so gesund aus. Oh, hier hängen einige. Ja, wir gehen lieber weiter. Kann ich mal wieder zum Pfeil wechseln. Okay, wir müssen da unten runter. Piranhas sind gefährliche Raubfische, was? Was für Piranhas? Möchten nichts mit Piranhas zu tun haben. Seht ihr irgendwelche Piranhas? Also ich noch nicht. Ich gehe noch mal schnell Luft holen. Sicher ist sicher. Ah, die... Nee, das sind keine Piranhas. Oder doch. Oh, scheiße. Lass mich in... Okay. Ja. Piranhas haben uns aufgefressen. Die sahen aber wirklich nicht aus wie Piranhas, müsste ich sagen. Oh.
Lasst mich in Ruhe. Wir buddeln erstmal. Sind die jetzt da weg oder kommen die nochmal? Ah, die drehen hier mal ihre Runden. Okay. Ich bin gar nicht da. So schnell runter. Bevor die uns hinterherkommen. Wow. Krasse Unterwasserstadt. Ich würde mir die genauer angucken, aber ich möchte nicht schon wieder von Piranhas aufgefressen werden. Deswegen. Oh, ich hoffe, sie hat noch genug Luft, aber hier können wir nochmal. Ja, ja, ja. Ganz in Ruhe. Auftauchen. Sind wir hier überhaupt richtig? Das frage ich mich gerade. Ich habe keine Ahnung. Ich schwimme einfach mal. Ja, sieht richtig aus. Hoffe ich zumindest. Nein, nicht festhängen. Lara. So, endlich wieder auf dem Trockenen. Oh. Gott. Was ist das doch? Tut mir leid. Hat sonst jemand geschafft? Keine Ahnung. Dafür habe ich nicht genug Platz. Oh, Expeditionsaufzeichnungen. Das sind die Aufzeichnungen eines Forschers, der gegen Mitte des 20. Jahrhunderts nach einer vergessenen Stadt gesucht hatte. Er stieß unweit des Basislagers auf einen kleinen Handelsposten, der von einer Frau namens Kuama geleitet wurde, und fragte sie nach alten Geschichten, die ihm helfen könnten, die Stadt zu finden. Als er das hier schrieb, war er dem Tode nahe und davon überzeugt, dass Kuama seine Expedition absichtlich in die Irre geführt hatte. Basislager? Ihr Omikron-Team, wir wurden angegriffen. Basislager, komm! Irgendwas? Ruhe, ich muss was hören. Oh, das ist ja witzig. Flupp. Ich kann noch... Oh Gott, sie sind hier! Hör auf zu schießen. Du machst den Tieren Angst. Idiot. Wovor haben die so viel Angst? Das würde ich auch gern wissen. Obwohl, vielleicht lieber nicht. Bestimmt wieder irgendein Tiger oder so, der mich wieder angreifen will. Sieht eigentlich ganz nett aus. Scheiße, mein Funkgerät verloren. Oh, Kannibalen. Das ist ja nett. Okay, doch kein Tiger. Was war das? Wo bleibt die Verstärkung? Verstärkung ist unterwegs. Sie sollen sich beeilen, verdammt! Aber looten können wir ihn noch. Die Geräusche sind ja eklig. Ein Bericht von Trinity. An Dr. Dominguez. Wir haben unser Lager nahe der aufgegebenen Ölraffinerie außerhalb des Dorfes aufgeschlagen. Suchen die Gegend weiter ab. Haben Kontakt mit den Dorfbewohnern aufgenommen. Keiner von ihnen hat Informationen über den einsamen Wolf.
Eine kleine Gruppe hat sich aus dem Hauptlager abgesetzt und Vorräte für 2 Wochen gestohlen. Empfehle die Beseitigung dieser ehemaligen Mitarbeiter nach Abschluss der Operation. Noch keine Spur von Croft. Es gibt Berichte über einen Flugzeugabsturz 10 Kilometer vom Dorf entfernt. Vielleicht haben wir ja Glück. Anmerkung: Ein Dorfbewohner meinte, eine gewisse Abby Ortiz sollte möglichst nichts von unseren Aktivitäten mitbekommen. Haben ihren Namen ans Hauptquartier geschickt. Dossier trifft in Kürze ein. Wir prüfen derzeit verschiedene Vorgehensweisen und Notfallpläne. Vielleicht sollten wir vielleicht mal Bescheid sagen.